Moin! Herzlich willkommen hier zurück, sonntags morgens zur Ausgabe von Let's Play LS17. Ja, ich habe ja gestern in der Ausgabe so einen kleinen Crash gehabt. Meine Maus und meine Konsole und alles wollten nicht mehr so richtig. Da musste ich ein bisschen eingreifen. Aber das hat sich dann alles gegeben. So, mal gucken, ist die Palette da drin oder ist die jetzt irgendwo weggesprungen? Man weiß es nicht. So. Ich mache erstmal hier die Produktionen frei. Voll. Ja. Ne, das ist auch eine. Die hole ich mir da auch noch. Das ist noch nicht voll. Ja, egal. Gleich machen wir jetzt hier drüben mit dem Bierfässer. Wir sind übrigens nebenbei auch noch schön fleißig weiter am Aussehen. So, was gibt's denn für Bier? Nix. Oder wie? Bierfass bei Edeka. Bierkasten am Schlag. Ja, es sind aber jetzt keine tollen Preise. Das muss man mal sagen. Das ist jetzt nicht verführend, das da jetzt abzuholen. Daher machen wir was anderes. So, wir holen das jetzt hier mal weg. Läuft. Ach. Und hier steht schon so viel. Okay, ich muss mich gleich wieder um den Case Optum kümmern. Vorher kann ich aber hier schon mal... Nein, Brot war bei Aldi gut und Krabben. Also jetzt fahren wir erstmal los und holen Krabben. Oder holen wir erstmal Brot. Das ist auch egal eigentlich. Wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal bis zum Hafen. Machen hier vorher keinen Stopp. Auch wenn der Optum gleich leer ist.
Fisch wäre auch bei Aldi, aber kein Preis. Mal gucken. Ja, ich weiß, muss aufgefüllt werden. Mache ich auch alles. Was denn mit, was hast du denn mit Rutzler oder so, was mit Korn? Wo haben wir es denn? Rutzler bei Edeka. Korn bei Edeka. Hey, okay. Jetzt ist es für einen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Kurs zu Aldi hin habe. Ob ich den. Glaube nicht. So, hier das Lager müssen wir auch ausräumen, unbedingt. Mit der 1.7 kommt, glaube ich, ein neues Skript fürs Lager. Und wenn ich dann das Lager voll habe, ist das alles weg. So viel habe ich sowieso nicht mehr im Lager. Ich glaube, ich habe da nur ein paar Tonnen Pellets. Und weiß ich, ein bisschen Obst und Gemüse, glaube ich, noch. Mehr dürfte ich da eigentlich gar nicht haben. Das war knapp. So. Cool, ne? Cooler Trick. Zack. Jetzt mit den anderen Sachen aus. Alles mit zu Aldi. Was soll's. Davon, dass es hier rumsteht, wird's nicht besser. Kann ich es auch mitnehmen. Zumindest die Produktion wieder laufen. Und jetzt gucke ich mal eben, habe ich irgendwo hier einen Kurs, eben das mit Aldi heißt.
Molkerei Aldi. Lager Aldi. Fuck, der müsste doch eigentlich genau hier vorbeikommen. Oder? Und wie? Ah, Glück ist Geschick. Optum muss aufgefüllt werden. Ja, ist klar. Könnte das sein, dass es gerade so reicht für diesen einen, für dieses eine Feld noch? Könnte glatt sein. Das wäre der Hammer. Sehr cool. Ja, mal schauen, ob es heute Abend auf dem Livestream gibt. Ich werde hier noch durchdrehen, Reifen, dann kann man auch später kommen. Aber jetzt machen wir hier schon mal gleich. So, jetzt mal aufklappen. Jetzt machen wir hier gleich eben sauber. Geld verdienen bei Aldi und dann mal gucken, wo wir noch überall Geld verdienen. Wir verkaufen mal alles, damit wir für die 1.7 gerüstet sind. Nächsten Pass nicht. Punkt. Jawoll. Ja, der Xerion kommt als nächstes. Wenn er nichts mehr hat, dann können wir uns schon mal rein katapultieren. Dass jetzt so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Aber er macht schon seine Runden. Mal sehen, vielleicht hängt er sich ja wieder. Oha, so weit ist er gefahren. Fahrer entlassen.
Ja, das ist nicht schön. Doch, das ist schön. Xerion, fährst du immer noch im Kreis? Nö. Fährt er nicht. Hat aber jetzt gleich keinen Wams mehr. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Wenn ich auf die Zeit gucke, sind schon wieder spät dran. Leute! Wenn es euch gefallen hat, Like, Kommentar, Abo, wisst ihr, freut mich tierisch. Auch erstmal ein Riesendank an alle, die bisher hier ein Like hinterlassen haben, die einen Kommentar dagelassen haben, die ein Abo dagelassen haben. Es gibt auch einige natürlich, die ein Dislike dagelassen haben. Kann ich verstehen, also ne, ist überhaupt kein Problem, ist ja euer gutes Recht. Man kann es nicht allem recht machen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann vielleicht schreibt in einen Kommentar, was euch nicht gefallen hat. Warum ihr ein Dislike da gelassen habt. Ihr nehmt euch das nicht übel. Ne? Sachliche Kritik ist immer gern gesehen. Blöd fände ich das, wenn man einfach sagt, nee, ich like den jetzt mal, weil... dislike den mal, weil... Ne? Der liked mich auch nicht oder was weiß ich. Wobei man kann ja gar nicht sehen, wer liked und wer nicht liked. Also daher... Naja, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Mal hier gucken. Ich bin da, bin ich. Alles klar. Ich sag erstmal ciao und vielleicht sehen wir uns ja heute Nachmittag in der Ausgabe und vielleicht sehen wir uns auch im Stream, falls es heute einen gibt. Oder wie auch immer. Jo, ciao.